Bei FTX muss man ganz klar sagen, da handelt es sich um eine Straftat. Das Krypto-Ökosystem ist dadurch natürlich in Verruf geraten. Na, ich habe ja bei 19,5 gekauft. Der Immobiliensektor, muss man sagen, der crasht derzeit in den USA schlimmer als zur Zeit der Finanzkrise. Es interessiert nur keinen. Hallo Leute und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Ausgabe. Da diese Woche verhältnismäßig ruhig an den Märkten zugehen wird, haben wir uns für eine Spezialfolge entschieden. Wir haben ein Interview für euch abgedreht mit Sascha Huber, aber keine Sorge an alle Anti-Krypto-Fans da draußen, denn Sascha ist ja nicht nur Krypto, sondern eben auch Börsenexperte. Das heißt, er kommt mit einem breit aufgestellten Portfolio um die Ecke. Er hat für viele Börsenbriefe schon gearbeitet. Er hat das Potenzial bei Amazon, Facebook, Meta oder auch Alphabet früh entdeckt, hat dann aber irgendwann auch die Chance im Kryptobereich gesehen, mittlerweile ein eigenes Buch geschrieben, bietet Online-Kurse an, wo es speziell um Krypto-Trading geht. Wir wollen aber mal mit ihm auf das Gesamtjahr 2022 zurückblicken. Der DAX minus 20%, das FTX-Drama, wo gibt es jetzt noch Potenzial im Technologiebereich oder auch gibt es wirklich das krisensichere Depot und wenn ja, hat er das auch wirklich? Ihr merkt also schon, dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Außerdem könnt ihr wieder etwas gewinnen. Wir verlosen drei Bücher von Sascha Huber. Schreibt bitte in die Kommentare, wo seht ihr den Bitcoin Ende des Jahres? Sascha hat auch seinen persönlichen Tipp im Interview abgegeben. Nächste Woche steht dann wieder eine ganz normale Krypto-Update-Folge an. Das heißt für euch viele Charts. Wir schauen in die USA, Zinsentscheidung, aber auch nach China. Denn dort gibt es ja gerade Lockerungen in der Corona-Politik. Jetzt aber ganz viel Spaß mit dem Interview und ich sage Hallo Katja und Hallo Sascha. Hallo Sascha, ich will dich jetzt erstmal ganz herzlich willkommen heißen. Ich freue mich auf unser Interview. Ich habe ein paar heiße Fragen an dich rund um das Thema Aktien, Geldanlage, Krypto, von jedem was dabei. Und ja, freue mich, dass du heute Zeit hast. Ja, gerne. Du hast mich gefragt und hier bin ich. Ja, wenn wir zurückblicken, 2021 war alles Mist, 2022 hauptsächlich die Börse. Und da würde ich schon mal sagen, wenn du überlegst, Inflation, Rezessionsangst, man hat Angst, dass die Zinsen weiter steigen. Wovor hast du aktuell Angst? Also Angst in dem Sinne habe ich eigentlich gar nicht. Das habe ich mir abgewöhnt über die Jahre. Es gibt natürlich Dinge im normalen Leben, sage ich mal jetzt, abseits der Finanzmärkte, wie wir haben ja jetzt gerade einen Krieg in Europa oder mein Papa liegt gerade im Krankenhaus aufgrund schwerer Diabetes. Und das sind natürlich Dinge, die einem Angst machen können. An der Börse habe ich mittlerweile seit, lass mal rechnen, ja, knapp 30 Jahren fast alles schon erlebt und insofern kann mich da jetzt nichts mehr so großartig schocken. 30 Jahre, du sagst, das ist eine lange Zeit, da hast du schon einige Krisen durchgemacht und da wäre auch die Frage, wie lautet jetzt dein Tipp, wie sollte man in der Krise agieren, wenn man Geld anlegen möchte? Ja, die Zeit an der Börse, da muss man natürlich sagen, da hat sich in 30 Jahren extrem gewandelt. Also als ich angefangen habe, war ich noch minderjährig, brauchte Unterschrift von meinen Eltern und das ging dann per Fax damals, also so wie heute die Gesundheitsämter in Deutschland noch arbeiten, wie wir seit letztem Jahr wissen. Habe dann die ersten Online-Broker erlebt, erstmals einen Wertpapierkredit dann zu neuer Marktzeit versucht, was jetzt leider nicht so eine gute Idee war im Nachhinein. Und insofern, wie gesagt, habe ich da alles erlebt. Wenn man sich das jetzt so anschaut, ist meine Devise immer, wenn es an der Börse besonders turbulent zugeht, muss man halt besonders ruhig agieren. Und wir haben beispielsweise jetzt in meinem Trading Service letztes Jahr im Ende November, Anfang Dezember, so ist ziemlich genau ein Jahr her, die meisten Positionen glattgestellt, sowohl im Kryptobereich als auch im Aktienbereich. Haben dann mit ein paar Shorts im Aktienbereich hauptsächlich, aber auch mal bei Ethereum ein bisschen Geld gemacht, was so die Inflation ausgleichen kann. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, wenn es an der Börse schwierig ist, dann muss man auch mal damit zufrieden sein, ja, dass man einigermaßen gut über die Runden kommt. Man kann halt nicht jedes Jahr 100% plus machen. Das ist auch so eine Milchmädchenrechnung, die mir letztes Jahr sehr oft begegnet ist. Da gab es dann solche Kommentare beispielsweise bei Facebook in meiner Gruppe. Ja, es kann ja an der Börse nicht so schwer sein, Millionär zu werden. Man fängt einfach mit 1.000 Euro an und das verdoppelt man jeden Monat. Und dann ist man nach 10 oder 12 Monaten, hat man ja die Million. Das ist dann diese Zweierpotenzrechnung, die man aus der Schule noch kennt. 2 hoch 10, 1.024.
1000 mal 1024 ist man bei der Million. Und das, von solchen Dingen sollte man sich halt trennen. Dass Anfänger so denken, ich meine, ich war auch mal Anfänger und gerade neue Markt zum Beispiel war auch so, dass man da mal in 2 Wochen auch ein Verzehnfacher oder so im Depot hatte. Aber das sind eben die Ausnahmen und nicht die Regel. Und wenn das alles so einfach wäre, wie sich das mancher Neuling vorstellt, dann müsste ja jeder, der irgendwie 10, 20 Jahre an der Börse ist, in Sphären von Warren Buffett sein. Und die meisten sind das eben nicht, sondern sehr viel. Ich habe sehr viele kommen und noch mehr gehen gesehen, so ungefähr. Und insofern, ja, habe ich ziemlich alles erlebt und die aktuelle Marktphase, muss man auch sagen, die ist natürlich für viele Anleger neu, aber tatsächlich erinnert sie sehr an die Dotcom-Bubble im Jahr 2000. Also es war damals auch, dass sehr viel Geld gedruckt wurde aufgrund damals der Angst vor dem Jahr 2K-Bug. Da sollten angeblich Flugzeuge vom Himmel stürzen und Aufzüge nicht mehr fahren, weil die Computer diesen Datumsübergang ins Jahr 2000 nicht schaffen sollten. Die Fed hat die Geldschleusen lange oder zu lange im Nachhinein offen gelassen. Deswegen sind diese ganzen Internetaktien damals gehypt und im Jahr 2001, 2002 dann zusammengebrochen. Und dann hinterher hat sich erst herauskristallisiert, es sind dann halt Werte pleite gegangen wie eToys und andere. Und eine Amazon ist halt zu einem Weltkonzern geworden. Und das muss man sich halt immer vor Augen führen. Und insofern, was wir letztes Jahr gesehen haben, war zum Teil absurd, weil teilweise wirklich, wenn man zum Beispiel an diese ganzen Spacks oder Spacks, wie es heißt, denkt, also wo dann halt ja, Börsengänge durch die Hintertür gemacht wurden und was da teilweise für absurde Unternehmen an die Börse kamen, die es wahrscheinlich so gar nicht geschafft hätten, an die Börse zu gehen, dann war das schon klar, dass das eine Blase ist und die ist jetzt geplatzt. Aktuell muss man sagen, ist der Markt noch nicht allumfassend günstig, aber es gibt das ein oder andere Schnäppchen gibt es schon. Es gibt aber auch noch das ein oder andere Unternehmen, was zu teuer ist. Und ja, man wird jetzt in diesem Jahr, das endet ja jetzt bald, nicht mehr so viel machen können. Aber nächstes Jahr glaube ich, dass im Laufe nächsten Jahres, zum Ende nächsten Jahres, dann dieser Bärenmarkt auch vorbei sein wird. Und von daher sollte man sich ab, ja, sagen wir mal, Mitte 2023 langsam in die richtigen Werte einkaufen und doch positionieren. Und dann wird man, glaube ich, 2024, 2025 ganz gut fahren, wobei man sich halt von den Vorstellungen trennen sollte, dass es jedes Jahr an der Börse irgendwie 20% im DAX oder im Dow Jones oder im Nasdaq nach oben gehen muss. Also es reicht auch mal, wenn ein Jahr 6 oder 7% plus macht. Stichwort die richtigen Werte. Hast du da jetzt irgendwas Besonderes im Hinterkopf? Ich denke da jetzt Aktien, Gold, Krypto, Immobilien, eine Rolex. Es gibt ja so viele Dinge und das ist ja das Problem der Anleger, die haben echt gar keinen Plan, wo sie denn anfangen sollen mit ihrer Geldanlage. Was würdest du Einsteigern raten in der aktuellen Phase? Ja, aktuell, wie gesagt, noch ein bisschen vorsichtig sein. Also aktuell sollte man sich die entsprechenden Unternehmen oder Aktien halt raussuchen oder halt auch Kryptowährungen oder in was auch immer man investieren möchte und vielleicht mal eine kleine Anfangsposition kaufen. Wenn man insgesamt, weiß ich nicht, in eine Position 5.000 reinstecken will, dann kann man vielleicht mal 1.000 jetzt schon riskieren. Wenn es dann weiter nach unten geht, kann man das dann nachkaufen. Wenn es nach oben geht, hat man schon mal einen Fuß in der Tür. Aber da sollte man noch sehr zurückhaltend sein. Also ich würde jetzt noch nicht all in gehen. Wie gesagt, ich glaube, ein paar Monate wird es noch schwach bleiben. Dann wird es langsam, aber sicher wieder besser. Und grundsätzlich muss man sich natürlich sehr genau anschauen, in was man investiert. Also gerade im Kryptobereich hatten wir zum Beispiel letztes Jahr um diese Zeit diese Umbenennung von Facebook in Meta Platforms. Und dann gab es diesen Hype um diese Metaverse-Coins und Tokens. Und da ist natürlich. Da sind der ein oder andere sehr interessante dabei, Decentraland beispielsweise oder andere, die es da auch gibt. The Sandbox, wo auch Adidas ja sich eine Präsenz aufbaut. Aber es war natürlich auch sehr, sehr viel Schmu dabei. Und ja, wenn man sich das anschaut, dann sind diese Tokens und Coins teilweise um 90% und mehr gefallen. Und wenn man sich jetzt die guten rauspickt, wie zum Beispiel die Decentraland, dann kann man sicherlich da was machen. Wie gesagt, aktuell noch ein bisschen zurückhaltend bleiben, aber schon mal die richtigen rauspicken. Im Aktienbereich sieht das Ganze ähnlich aus. Mein Paradebeispiel kann vielleicht keiner mehr hören, ist immer Zoom Video, wo wir jetzt hier gerade auch nutzen. Die Aktie hatte vor 2 Jahren in der Spitze bei 590 Dollar Aktienkurs einen Börsenwert von um die 180 Milliarden Dollar. Und hatte damals einen Jahresumsatz von 1 Milliarde. Das war also eine Bewertung, die war absurd. Man muss sich das so vorstellen, wenn das Unternehmen, wenn der Kurs nicht mehr gestiegen wäre, hätte das Unternehmen wahrscheinlich 4, 5 Jahre in Folge den Umsatz immer verdoppeln müssen, um in diese Bewertung einigermaßen reinzuwachsen. Und dann hätte aber der Kurs ja auch nicht steigen dürfen. Also der wäre dann immer noch
gleich geblieben. Stattdessen ist der Kurs halt jetzt auf 75 Dollar zurückgefallen, also um 90% fast. Das Unternehmen hat sich aber weiterentwickelt. Wir sprechen jetzt von einem Jahresumsatz von 4,4 Milliarden, der dann bald bei 5 Milliarden liegen wird. Wir haben ein Unternehmen, das über 5 Milliarden Cash hat und so gut wie keine Schulden, also die liegen unter 100 Millionen. Das heißt, es sind über 5 Milliarden Netto-Cash und das wird jetzt noch mit einem Börsenwert von 22 Milliarden, 21 Milliarden Dollar bezahlt. Das heißt, wir haben jetzt eine ganz andere Bewertung. Wir hatten vor 2 Jahren in der Spitze ein Kursumsatzverhältnis von 180 und jetzt sprechen wir über ein Kursgewinnverhältnis von etwa 20, 22 um den Dreh. Und das ist natürlich eine ganz andere Sache, ob man ein Zoom-Video bei 590 oder halt bei 75 Dollar sich anschaut. Und da findet man halt in dem Bereich sehr viele Aktien, sind zuletzt auch schon die ersten angesprungen. Eine Okta, die ja auch zwischenzeitlich mal im Cyber-Security-Bereich Probleme hatten, weil sie da so ein Opfer eines Hacks geworden sind und ihre Kunden nicht wirklich gut darüber informiert haben und der Aktienkurs ist dann abgeschmiert. Eine Twilio beispielsweise, die vor Jahren noch als das nächste heiße Ding gefeiert wurde, der Aktienkurs ist fast 90% eingebrochen. Und wenn man sich diese abgestürzten, ja, oder diese Fallen Angels, wenn man sich das so wenn man sich die so anschaut, dann findet man bei einigen tatsächlich ja, mittlerweile Bewertungen, die mindestens fair sind, vielleicht zum Teil schon günstig sind, aber man kann es natürlich nicht verallgemeinern. Also es gibt immer noch auch sehr viele Aktien, die sehr teuer sind. Wenn ich mir beispielsweise eine Snowflake anschaue, das ist an sich ein Top-Unternehmen im Technologiesektor, aber da ist halt Warren Buffett auch seinerzeit eingestiegen und das stützt die Aktie dann halt auch. Und auch die hat zwar deutlich ja, federn lassen oder ist ein bisschen gefallen wie eine Schneeflocke, um den Namen aufzugreifen. Aber die Bewertung ist hier natürlich immer noch sehr hoch. Und da muss man halt, wie gesagt, sehr genau hinschauen. Und entweder muss man halt so ein bisschen aus der Branche auch sein oder man muss sich halt entsprechenden Rat suchen. Ja, und generell sind natürlich zwei Bereiche, die zuletzt am Aktienmarkt unter Druck standen. Einmal der Chipsektor, wo es natürlich jetzt auch eine Nvidia ist natürlich die waren im Tief bei 110, 120. Das ist natürlich eine andere Sache, ob ich die bei 110, 120 oder bei 350, 360 sehe. Mittlerweile hat sie sich wieder deutlich erholt. Da würde ich auch noch mal auf Rückschläge warten. Aber das ist natürlich auch ein gutes Unternehmen, was auch schon etabliert ist, was jetzt nicht so spekulativ ist wie beispielsweise Twilio und Co. Und der Immobiliensektor, muss man sagen, der crasht derzeit in den USA schlimmer als zur Zeit der Finanzkrise. Es interessiert nur keinen, weil die Finanzierungen nicht mehr so aussehen wie damals. Also damals war es halt so, da hatte jeder flexible Zinssätze, weil alle gedacht haben, die Zinsen gehen immer weiter zurück. Und ja, dann wurden die halt auf dem falschen Fuß erwischt und die ganzen Finanzierungen sind geplatzt. Und das haben wir diesmal nicht, weil wir ja lange eine ziemliche Nullzinsphase hatten, haben viele sich halt diesen niedrigen Zins langfristig gesichert. Und obwohl die Immobilienzinsen durch die Decke geschossen sind, also mittlerweile lagen sie teilweise über 7%, hält sich ja der Markt noch, also die Immobilienpreise fallen, aber die Finanzierungen platzen nicht. Und deswegen haben wir keine Wiederholung der Finanzkrise. Und da muss man halt sehr genau hinschauen. Der Immobilienbereich, glaube ich, ist noch zu früh. Der Chipsektor ist auch noch zu früh, aber bei einigen so abgestürzten Werten von wo 80, 90% nach unten gegangen ist, wie zum Beispiel eine Okta, die zuletzt dann nach Zahlen sich gut erholen konnten, da findet man dann auch Chancen. Lass uns doch mal über Krypto reden, weil viele unserer Zuschauer sind große Fans von Bitcoin und Co. Und da gibt es jetzt wieder diesen FTX-Skandal. Anfang des Jahres ist das Terra Luna-Ökosystem kollabiert. Man fragt sich, gibt es da eigentlich nur noch Skandale? Ist einfach die Zeit von Bitcoin vorbei? Was glaubst du? Ja, das sehe ich nicht so. Also zunächst muss man es komplett unterscheiden. Also Terra Luna war im Prinzip, wenn man so will, ein Fehler im System, der ausgenutzt werden konnte. Dadurch kam es doch zu einer Hyperinflation und einer kompletten Entwertung und das Projekt ist am Ende geplatzt. Da gibt es zwar auch Betrugsvorwürfe gegen diesen Duke Won, aber so wirklich ja, gejagt, sage ich mal, wird der noch nicht. Bei FTX muss man ganz klar sagen, da handelt es sich um eine Straftat, auch wenn der Sam Bankman-Fried das zuletzt anders dargestellt hat. Und zum Teil mag man ihm das auch glauben. Ich meine, er ist ja noch jung, vielleicht hat er tatsächlich auch das nicht mehr überblickt irgendwann, was er da alles getan hat. Aber Fakt ist, es wurden eben Kundengelder von FTX genutzt, um eine andere Firma, nämlich Alameda Research, zu retten. Und das war laut den Verträgen nicht vorgesehen. Wie das jetzt juristisch zu bewerten ist, manche sagen Diebstahl, manche sagen Betrug oder wie auch immer,
Das müssen Juristen bewerten. Fakt ist aber, in den Verträgen bei FTX stand klar drin, dass, wenn man nicht ausdrücklich Lending zustimmt, dass dieses Geld auch nicht für Lending, also zum Ausleihen, genutzt werden darf, dieses Kryptogeld. Und das wurde eben gemacht und ja, ist dann am Ende schlecht ausgegangen. Am Ende ist dann Alameda, die man eigentlich ursprünglich retten wollte, implodiert und zusätzlich dann auch noch FTX, die eigentlich ursprünglich mit diesem Skandal gar nichts zu tun gehabt hätten, wenn eben nicht die Kundengelder hier einfach ja, veruntreut oder ausgeliehen worden wären. Was jetzt da am Ende rauskommt, muss man sehen. Fakt ist, es wird natürlich von Politikern aller Art gerne genutzt, um jetzt eine härtere Regulierung zu fordern. Das Problem ist nur, die Regulierung gibt es ja schon, denn Betrug ist ja bereits verboten. Man müsste also eigentlich nur die bestehenden Gesetze durchsetzen. Und da frage ich mich, warum dieser Sam Bankman-Fried aktuell immer noch auf freiem Fuß weilt. Vielleicht kam ihm da seine Spendenaktion für die Demokratische Partei, die ja in den USA derzeit den Präsidenten stellt, auch zu Hilfe, weil ansonsten gibt es da eigentlich keine Erklärung für. Das ist eigentlich, geht das in Richtung Kapitalanlagebetrug. Und da muss man eigentlich durchgreifen. Das Krypto-Ökosystem ist dadurch natürlich in Verruf geraten, obwohl es eigentlich damit nicht viel zu tun hat. Also die Blockchains, egal ob jetzt Bitcoin, Ethereum oder was auch immer, die sind einfach weitergelaufen. Die haben sogar diesen großen Andrang, den es zwischenzeitlich gab, als viele Leute das Geld von FTX eben abziehen wollten, haben sie recht gut gemanagt bekommen. Also es ist nicht irgendwie zusammengebrochen oder zu großen Verzögerungen oder zu irgendwelchen Fehlern gekommen. Aber natürlich hat es dem Ruf der Branche oder des ganzen Ökosystems geschadet. Allerdings muss man auch sagen, der Bitcoin war schon zuvor von $69.000 Dollar im Hoch auf etwa 20.000 gefallen. Jetzt hat er durch diesen Skandal halt nochmal Pi mal Daumen 20% auf die Rübe gekriegt. Aber der große Kursverlust entstand ja schon vorher und hatte damit eigentlich nichts zu tun. Und zuletzt sieht man auch eine Stabilisierung. Ich glaube, dass wir auch hier, ja, kurzfristig vielleicht noch ein bisschen nach oben gehen, aber dann auch nochmal vielleicht sogar neue Tiefs sehen, so im Bereich 14.000, 14.500 Dollar. Damit sollte es sich dann aber auch haben. Und ich könnte mir vorstellen, die Kryptos sind letztes Jahr im November, haben die schon hier hochgemacht. 15., 14., 15. November. Die Aktienmärkte sind ja bis Januar, haben die nochmal eine Jahresendrallye hingelegt, haben also etwa so 6 bis 8 Wochen später erst ihr hochgemacht. Das heißt, die Kryptos haben zuerst korrigiert. Generell muss man auch sagen, die Anleger an den Kryptomärkten haben eigentlich die Geldpolitik der Fed besser erkannt und bewertet als beispielsweise an den Aktienmärkten. Und ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, wenn dann Mitte des Jahres der Aktienmarkt vielleicht sein Tief bildet, so im Mai, Juni, könnte ich mir vorstellen, dass die Kryptos auch hier 4, 5, 6 Wochen früher dran sind und vielleicht dann April, Mai den Boden finden. Ich glaube, wie gesagt, kurzfristig kann es noch ein bisschen hochgehen, dann kann es noch mal einen auf die Mütze geben. Aber der Großteil der Korrektur ist sowohl bei den Kryptos als auch bei den Aktienmärkten abgeschlossen. Und bei den Kryptos bin ich sogar noch einen Tick optimistischer. Sascha, lass uns doch mal an dieser Stelle mal eine gute Frage an die Zuschauer richten und auch an dich. Wo seht ihr den Bitcoin bis Ende des Jahres? Weil wir wollen Saschas Buch verlosen und alle Informationen zur Verlosung findet ihr unter diesem Video. Bin ich total Kannst du auch gespannt, mal die sagt Kamera ihr, wo halten? steht Bitcoin Ende des Jahres? Was sagst du, Sascha? Ja, ich glaube, wie gesagt, dass wir kurzfristig ein bisschen noch nach oben gehen und erst dann noch mal ein bisschen auf die Mütze kriegen, ehe dann das Tief gefunden wird. Von daher würde ich vermuten, im Bereich so 17.800 bis 18.200, also 18.000 plus minus 200 Dollar. Ich habe ja bei 19,5 gekauft, bin aktuell ein bisschen im Minus, aber ich habe noch nicht so große Angst jetzt, dass es weiter fällt. Ich überlege auch selber, vielleicht kaufe ich dann demnächst nach, wenn es doch noch weiter runter geht. Auf was sollte man denn überhaupt achten, wenn man in Krypto investiert? Das wäre jetzt schon meine Schlussfrage an dich, der ultimative Tipp für Einsteiger im Kryptobereich. Ja, bei Kryptos ist es halt so, es gibt mittlerweile mehrere tausend Stück. Also CoinMarketCap listet über 20.000 Stück. Das Problem ist halt, dass 99% davon tatsächlich auch wirklich Schrott ist. Also da ist natürlich auch viel. Im Prinzip kann jeder eine Kryptowährung ins Leben rufen. Und wenn man sich dann die hinteren Plätze anschaut, dann sieht man auch oftmals, dass es zum Beispiel extreme Kursbewegungen gibt. Dann geht so ein Token, meistens sind es Tokens, um 1000 oder 2000% durch die Decke. Aber wenn man sich dann anschaut, dann ist das ein Handelsumsatz von $50. Das heißt, selbst wenn man den gekauft hätte, wäre man, auch wenn es auf dem Papier so aussieht, nicht Millionär geworden, weil man hätte gar nicht genug Token kaufen können, weil so viel Umsatz gar nicht da war.
Deswegen grundsätzlich sollte man sich gerade als Anfänger schon auf die größeren auch konzentrieren. Ich sage mal so die Top 10 Stablecoins würde ich aussortieren, weil das ergibt ja wenig Sinn. Also außer man will Geld parken. Also die Top 10 bei CoinMarketCap minus die Stablecoins, die zu den Top 10 gehören, wie Tether oder US-Dollar-Coin. Ansonsten, wenn man in die kleineren geht, das ist natürlich dann sehr spekulativ. Da muss man dann immer ein bisschen schauen. Erstens, es muss natürlich auch der Handelsumsatz passen, dass man auch genug kaufen kann. Aber grundsätzlich ist natürlich das Wichtigste erstmal natürlich, was steckt dahinter und dann auch das Team. Und das ist natürlich auch so in gewisser Weise ein Problem, weil bei Jota zum Beispiel hatten wir oder haben wir eigentlich ein relativ gutes Team gehabt, aber die haben sich untereinander lange gestritten und haben dann einen Vorteil, den sie gegenüber Konkurrenten hatten, von 2 Jahren mindestens, haben sie dann halt verspielt. Und natürlich kann es auch andere Dinge geben. Es kann vom Team auch mal einer verunglücken und sterben oder an einer Krankheit irgendwie sterben oder er hat keinen Bock mehr und macht was anderes. Wir kennen ja hier diese Projekte Ripple von diesem Jake McCaleb, der hat dann Ripple verlassen und hat Stellar gemacht, was im Prinzip dann ähnlich ist, nur halt dezentral. Und da muss man halt schon sehr genau hinschauen. Und wie gesagt, das Team ist sehr wichtig, die Technologie ist sehr wichtig. Aber natürlich ist es trotzdem immer noch ein spekulativer Markt, weil gerade wenn man natürlich sehr an Personen hängt, kann eben auch was Unvorhergesehenes passieren, dass halt, wie gesagt, einer an einer Krankheit stirbt oder einen Unfall hat oder sonst irgendwas. Und das ist natürlich dann tatsächlich ein Problem, weil das lässt sich natürlich auch von niemandem vorhersehen. Also wenn man nicht gerade irgendwie eine Glaskugel hat, dann ist das schwer vorhersehbar. Wir haben aber auch gesehen, gerade FTX hat das ja gezeigt, der Sam Bankman-Fried oder Fried, der wurde ja zum Teil vergöttert und war ja auch einer der jüngsten Milliardäre. Man hat aber auch gesehen, er hat sich dann als, wenn man so will, Betrüger entpuppt und ja, hat dann innerhalb von, wie hat er letztens gesagt, er hatte einen schlechten Monat. Er hat also innerhalb von 2 Wochen aus 28 Milliarden Dollar null gemacht. Und das kann eben passieren. Deswegen sage ich auch immer, gerade den Leuten, die begeistert von Krypto sind, dass sie grundsätzlich, dass das gut ist und dass das durchaus auch eine Assetklasse ist, die man berücksichtigen sollte. Man muss aber halt immer auch Chancen und Risiken gegeneinander abwägen. Und ich würde jetzt niemanden, selbst ganz jungen Menschen, nicht dazu raten, all in Krypto zu gehen. Ich würde das immer ein bisschen ja, streuen. Also ich sage immer, verschiedene Coins und Tokens natürlich, aber im Kryptobereich und nicht alles auf einen, aber auch die verschiedenen Asset-Klassen. Also es schadet sicherlich nicht, wenn man auch ein paar Aktien hat von guten Unternehmen, ja, vielleicht auch dem einen oder anderen Dividendenwert, der dann auch Geld, frisches Geld regelmäßig reinbringt. Die Amerikaner zahlen ja beispielsweise meistens quartalsweise Dividende und sowas schadet definitiv nicht. Natürlich kommt es auch ein bisschen aufs Alter an. Also natürlich meinem 90-jährigen Opa, dem würde ich sagen, lass Krypto ganz sein, weil der stirbt dann im Herzinfarkt, wenn es da 10 oder 20% Kursbewegung gibt. Hingegen jemand, der vielleicht 18 oder 20 ist und vielleicht auch noch gar nicht so viel Geld hat, der kann natürlich auch ein bisschen spekulativer vorgehen. Aber man sollte halt auch sein Geld ja, nicht sinnlos verblasen. Also bevor ich jetzt irgendwie mit Krypto oder mit sonst was versenke, kann ich auch einen schönen Urlaub machen. Also insofern das auch immer im Hinterkopf haben und dann, glaube ich, klappt das auch. Danke, Sascha. War interessant. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hinterlasst eure Kommentare, eure Fragen unter dem Video und wir freuen uns, wenn ihr bald wieder einschaltet auf unserem Kanal. Tschüss. Ciao.